So, Karl-Heinz, ich wollte ja schon lang oder frag dich ja öfter mal, wie deine Meinung oder deine Einschätzung zum Ukraine-Krieg ist. Zum Ukraine-Krieg. Naja, dieser Krieg hat ja nun mehrere Ebenen. Man kann den aus mehreren politischen Ebenen betrachten. Zunächst ist es mal, würde ich sagen, auch wenn das keiner gerne hört, ein Präventionskrieg. Er ist aber auch ein Bürgerkrieg, genau genommen ein Bruderkrieg, denn aus meiner Sicht sind die Ukrainer die ungezogenen Kinder von Mütterchen Russland. Er ist aber auch ein Revisionskrieg, denn man muss ja bedenken, dass die Gebiete, die jetzt von den Russen erobert werden, seit Katharina der Großen russische Gebiete waren. Aber vielleicht sollten wir ein Thema herausgreifen, denn so viel Zeit haben wir ja nicht. Vielleicht mal der Frage nachgehen, ob die Sanktionen, die sich gegen Russland gerichtet haben, notwendig waren, ob sie moralisch zu rechtfertigen sind oder nicht. Und ob sie zweckmäßig sind, ich würde sagen, nein. Es ist eine Katastrophe und es ist eine riesengroße politische Fehlleistung. Wir hören jeden Tag, wir müssen uns unbedingt von der Verflechtung mit Russland befreien, von der Abhängigkeit mit Russland. Da muss man auch zunächst erstmal feststellen, und daran ist nicht zu rütteln, wir sind abhängig von Energie, die aus anderen Ländern zu uns geliefert wird. Wir sind von der Energie abhängig. So. Nun stellt sich die Frage, warum russische Energie bzw. warum nicht mehr russische Energie? Eigentlich war ja das Abkommen mit Russland, an uns Gas zu liefern und wir dafür zu bezahlen, war ja eigentlich eine grandiose Friedenssicherung. Denn eine Abhängigkeit, die auf beiden Seiten wirkt, verhindert ja den Konflikt. Besser geht's doch gar nicht. Ob man die Russen als aggressiv einstuft oder nicht, uns als Partner hätten sie mit Sicherheit nicht angegriffen. Das heißt, eigentlich hätten wir mit Russland friedlich leben können. Jetzt plötzlich ist der Putin ein Unhold, weil er Krieg führt. Krieg in Europa. Ja, woanders kann man Krieg führen, da können die Leute krepieren, das spielt keine Rolle. Und ausgerechnet die Mächte, die ununterbrochen ekelhafte Kriege führen, die schimpfen jetzt den Putin einen Kriegsverbrecher. So. Nun sind wir bei der Frage, ob die Sanktionen sinnvoll sind oder nicht. Ja, von Sinn kann überhaupupt nicht die Rede sein. Sie sind das Dümmste, das Törichtste, was man sich überhaupt einfallen lassen kann. Denn wir wollen von der Abhängigkeit Russlands weg, begeben uns aber doch zwangsläufig in andere Abhängigkeiten. Und diese Abhängigkeit bleibt doch. Und dann sind wir von Mächten abhängig, wo praktisch der gegenseitige Nutzen nicht da ist, sondern nur einseitig auf der Seite derjenigen, die uns teuer ihre Energie verkaufen. Und wenn wir die moralische Frage bedenken, dann muss ich doch fragen, ob alle diese Länder, mit denen wir jetzt Geschäfte machen wollen, allen voran die Vereinigten Staaten, aber auch sowas wie Saudi-Arabien und Katar, sind das alles so friedfertige, moralisch hochstehende Regierungen, da fragt doch auch keiner danach, ob die Bevölkerung im Jemen bombardiert wird. Da fragt niemand danach. Das scheint in Ordnung zu sein, aber Putin darf in der Ukraine nicht Krieg führen. Ich sehe das vollkommen anders. Ich habe eingangs gesagt, es ist zuallererst ein
Präventivkrieg, ein Präventionskrieg, wenn Putin diesen Schritt jetzt nicht gemacht hatte, und ich sage, zu diesem Krieg hat man ihn gezwungen, dann hätten wir den größeren Krieg und viel schlimmer auch mit unserer Beteiligung 10 Jahre später gehabt. Das war doch klar, dass die Russen nicht zuschauen können, dass sich die NATO bis an die russische Grenze kurz vor Moskau hin ausbreitet und Russland bedroht. Es ist eben nicht so, dass Russland den Westen bedroht, sondern die NATO ist eine Bedrohung. Genau genommen bräuchten wir die gar nicht mehr. Wenn wir mit den Russen friedlich uns auseinandersetzen, brauchen wir die NATO nicht mehr. Naja gut, lassen wir es dabei vorläufig, so viel Zeit haben wir nicht. Das nächste Mal können wir ja die Sache von einer anderen Ebene her besprechen. Ja, vielen Dank für deine ausführliche Stellungnahme und bis zum nächsten Mal.